Guten Morgen, ihr wundervollen Christuslichter. Ja, es ist einfach so schön, miteinander diesen Weg zu gehen. Und welchen Weg genau? Lasst uns doch mal schauen. Aus Kapitel 5, Römisch. Naja, ich habe jetzt hier einige übrigens. Es geht ja heute um den Heiligen Geist. Und da ist jetzt gerade am Anfang von Kapitel 5 Heilung und Ganzheit, sind ganz viele, ich glaube drei Kapitel mindestens schon mal in dem, ja, wo es einfach um den Heiligen Geist geht. Und ich möchte tatsächlich aus drei Kapiteln, aber ich schreibe das dann unten in der Infobox, welche Kapitel das genau sind, die ich lese. Als das Ego gemacht wurde, legte Gott den Ruf nach Freude in den Geist. Ne, denn das Ego war ja der Ruf nach Angst, Trennung. Und Gott hat den Ruf nach Freude in unseren Geist gelegt. Das ist der Heilige Geist, der ruft nach Freude. Und dieser Ruf ist so stark, dass sich das Ego immer auflöst, wenn er ertönt. Und deshalb musst du dich entscheiden, eine von zwei Stimmen in dir zu hören. Die eine hast du selbst gemacht und diese stammt nicht von Gott. Die andere aber ist dir von Gott gegeben, der dich bittet, nur auf sie zu hören. Und das wollen wir. Wir wollen wirklich, das ist unsere Bereitwilligkeit. Wir wollen nur auf sie hören. Und Jesus sagt hier: Ich habe bereits gesagt, dass ich hinaufreichen und den Heiligen Geist zu dir herunterbringen kann. Aber ich kann ihn nur auf deine eigene Einladung hin zu dir bringen, weil wir den freien Willen haben. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, tatsächlich Jesus darum zu bitten oder den Heiligen Geist halt tatsächlich einfach einzuladen. Ich will. Und deswegen auch diese Ausrichtung am Morgen für den Tag. Heute will ich keine Entscheidung ohne den Heiligen Geist treffen. Und ich will über nichts urteilen, was geschieht. Diese Ausrichtung am Morgen gleich in den Tag geben. Heiliger Geist, sei bei mir. Danke für deinen Schutz. Der Heilige Geist ist in deinem rechtgesinnten Geist, so wie er auch in meinem war, sagt Jesus. In der Bibel heißt es, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und dies wird als Segnung verwendet. Es ist der Segen der Wundergesinntheit. Er bittet dich, so zu denken, wie ich dachte, indem du dich im Christusdenken mit mir verbindest. Ist das nicht wunderschön? Jesus bittet uns, uns im Christusdenken mit ihm zu verbinden. Und er sagt, der Heilige Geist ist der Geist der Freude. Er ist der Ruf zur Umkehr, mit dem Gott den Geist seiner getrennten Söhne gesegnet hat. Der Heilige Geist fördert die Heilung, indem er über sie hinaus auf das schaut, was die Kinder Gottes waren, bevor Heilung notwendig wurde und was sie sein werden, wenn sie geheilt sind. Der Heilige Geist ist der Christusgeist. Der Christusgeist und der Christusgeist, er ist allerdings der Heilige Geist, der Mittler zwischen Illusion und Wahrheit. Das heißt, er schaut auf die Kinder hier, auf uns hier und schaut aber, nimmt überhaupt nichts von alledem, was er hier sieht, ernst. Er schaut nur hin zur Wahrheit, nur hin zu Gott, nur, das ist seine einzige Funktion. Da leitet er uns hin. Seine Führung ist total und sie ist immer, 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 immer Liebe und immer, immer Friede für alle. Er sagt hier, der Heilige Geist, die Inspiration, das ist eine, auch die universale Inspiration nennt er den Heiligen Geist, die die ganze Sohnschaft miteinander teilt, löst eine Art der Wahrnehmung aus,
in der viele Elemente denjenigen im Himmelreich selbst gleichen. Erstens ist ihre Allgemeingültigkeit vollkommen klar und niemand, der sie erlangt, könnte auch nur einen Augenblick lang glauben, dass sie mit anderen zu teilen irgendetwas anderes als Gewinn bringt. Das ist ja diese Sache. Alles, was von Gott ist, ist immer für alle. Immer. Die Sühne ist immer für alle. Das heißt, die Trennung von Gott ist nie geschehen. Das bedeutet, nicht ein einziger Körper, nicht eine einzige Wahrnehmung, nicht eine einzige Form hier in der Welt ist Wahrheit. Es ist alles der gleiche Traum, alles die eine Illusion. Und deswegen gilt ja auch die Vergebung für alles. Ne, wenn ich eine Traumfigur, wenn ich sage, okay, diese Traumfigur, okay, dieser Mensch hier verdient keine Vergebung. Ja? Oder für ihn gilt das nicht. Gott liebt alle gut, aber den kann er nicht lieben. Schau mal, was der alles gemacht hat, wie böse der ist. Ja? Wenn ich das tue, dann bedeutet das ja, dass ich eine Form innerhalb des Traums nicht als Traum anerkenne, die ja nur eine Projektion aus meinem Geist ist, sondern dann mache ich sie wirklich. Dann mache ich sie wahr. Und was mache ich dann? Damit habe ich Trennung gemacht. Das heißt, es ist so essentiell, der Himmel ist ja eins sein ohne Gegenteil. Keine Dualität. Ne? Nur Gott, nur Liebe. Und deswegen ist das genau das, wohin der Heilige Geist uns hinführt, dass wir in diese Wahrnehmung kommen, die alles als eins betrachtet, die alles durch alles als einen einzigen Traum hindurchschaut. Alles, was hier in der Welt ist, kein einziges Ding in dieser Welt ist wahr. Nicht ein Ding in dieser Welt ist wahr. Nur liebevolle Gedanken, das sind die vergebenden Gedanken. Ja, da sagt Jesus, das ist wahr, die führen dich in die, das ist Wahrheit. Ja. Im Himmel gibt es nicht einmal mehr vergebende Gedanken, weil da ist ja nur noch das. Und trotzdem, das ist das, was uns in die, ja, einfach in die Wahrheit, das kommt der Wahrheit so nah, wie er hier sagt. Ja, das ist gleicht dem Himmelreich selbst. Zweitens sind ja drei Dinge, drei Elemente. Zweitens ist sie unfähig anzugreifen und daher wahrhaft offen. Das heißt, obschon sie keine Erkenntnis erzeugt, hält sie sie auch in keiner Weise auf. Die Wahrnehmung, die der Heilige Geist auslöst, ist eine Wahrnehmung, die immer Frieden schenkt. Es ist immer nur Frieden, Frieden, Frieden. Es kann nicht anders sein wie Frieden und Frieden für alle. Ja. Unfähig anzugreifen, weil sie sieht ja nichts mehr getrennt. Sie verbindet ja nur. Und sie weiß, dass alles, sie kennt das Gesetz der Liebe. Das heißt, alles, was ich gebe, wird mir selber gegeben. Würde ich angreifen, wie kann ich dann, das ist, dann komme ich dem Himmel, je mehr ich angreife, umso ferner bin ich dem Himmel. Wenn ich angreife und sei es ganz subtil mit einem Urteil, greife ich mich selber an. Und das ist die Führung des Heiligen Geistes, langsam, aber sicher immer mehr diese Idee, dass ein Angriff mir etwas bringen könnte, wirklich loszulassen. Zu erkennen, dass mich das nirgendwo hinführt. Und auch nicht mich selber anzugreifen, mich selber runterzumachen oder meinen eigenen Wert in Frage zu stellen. Auch das nicht. Das ist alles Angriff. Und schließlich weist die Wahrnehmung, die der Heilige Geist auslöst, den Weg über die Heilung, die sie bringt, hinaus und führt den Geist über seine eigene Integration hinaus zu den Pfaden der Schöpfung hin. Und an diesem Punkt, und das ist jetzt echt interessant, geschehen genügend quantitative Veränderungen, um einen wirklichen qualitativen Sprung herbeizuführen, um den Quantensprung, wenn wir ihn das Wort nehmen wollen, herbeizuführen. Das heißt, je mehr wir unseren Geist in den Dienst des Heiligen Geistes stellen, umso konsequenter wir darin sind, in dieser Praxis,
Ja, das ist so, wie wenn der Stein kommt langsam ins Rollen. Ja, er kommt ins Rollen und je mehr er rollt, umso leichter und rollender wird er und alles, das alles löst. Also es geht immer schneller und leichter. Ja, das ist dann wie etwas, was am Anfang ein bisschen zäh ist und wo noch Zweifel sind. Oh, bin ich hier, mache ich das richtig? Ist das wirklich richtig? Und so weiter. Am Anfang noch Zweifel. Und dann wird es immer leichter, immer offener, immer klarer, immer selbstverständlicher, meinen Dienst in den Heiligen Geist zu stellen. Ja. Und das ist wunderschön. Und dann sagt er hier noch, der Heilige Geist ist die Idee der Heilung. Und das ist jetzt ganz wichtig, da sie ein Gedanke ist, wächst sie, wenn sie mit anderen geteilt wird. Da sie der Ruf für Gott ist, ist sie auch die Idee von Gott. Und da du ein Teil von Gott bist, ist sie zugleich die Idee deiner selbst wie auch all seiner Schöpfungen. Die Idee des Heiligen Geistes teilt die Eigenschaften anderer Ideen, weil sie den Gesetzen des Universums folgt, dessen Teil sie ist. Sie wird dadurch gestärkt, dass sie weggegeben wird. Vergebung ist die Idee des Heiligen Geistes. Die Idee des Heiligen Geistes ist, du bist Gottes Sohn, du bist Christus, du bist das Licht, du bist nicht dieser Bösewicht oder dieses getrennte Ding, was du denkst, was du bist kein Körper, du bist reiner Geist und das gilt für alle. Und diese Idee, wenn ich die weggebe, wenn ich beginne, meine Brüder als solches sehen zu wollen, unschuldig, Christus, eins mit mir, eins in Gott. Ja, dann, dass die Heilung, das ist der Weg in die Heilung, immer mehr Heilung geschieht, immer mehr, immer leichter, immer selbstverständlicher. Sie wächst in dir diese Idee der Liebe, dass nur die Liebe wahr ist und nur die Wahrheit wahr ist, wenn du sie deinem Bruder gibst. Und das ist entscheidend. Dein Bruder braucht sich, und das ist auch ganz spannend hier, des Heiligen Geistes in sich oder in dir nicht bewusst zu sein, damit dieses Wunder geschieht. Er mag den Ruf für Gott abgespalten haben, genau wie du. Die Dissoziation wird in euch beiden geheilt, wenn du des Rufes für Gott in ihm gewahr wirst und somit dessen Sein anerkennst. Wunderschön. Ah, ich könnte hier noch viel mehr lesen, es ist so schön. Aber gut, wir kommen mal zur heutigen Lektion 275 aus einem Kurs in Wundern mit diesem Leitgedanken. Gottes heilende Stimme schützt heute alle Dinge. Und nach dem, was wir eben gelesen haben, erfahren haben, ist klar, dass es so sein muss, dass der Heilige Geist, die Stimme für Gott, der größte Schutz ist, den es überhaupt gibt. Ja. Wenn ich mit der Liebe identifiziert bin, wenn ich in Liebe bin, wenn ich nur noch Liebe geben will, wenn ich wirklich in dieser Bereitwilligkeit bin, wenn ich verstanden habe, dass Angriff mir gar nichts bringt. Weder Angriff auf jemand anders, noch Angriff auf mich selbst, noch Angriff auf irgendetwas. Und mich nur noch von dieser Stimme, von dem Geist der Liebe leiten lasse. Wo kann ich dann noch Angst haben? Was hätte ich dann noch zu fürchten? Und deswegen lass uns heute, sagt Jesus, auf die Stimme für Gott achten, die eine alte Lektion spricht, die heute nicht wahrer ist als an irgendeinem anderen Tag. Du bist Liebe und nur Liebe und nur Liebe. Das ist die alte Lektion und du bist immer noch mein Kind, sagt der Vater. Du bist rein und heilig wie ich. Doch wurde dieser Tag als jene Zeit gewählt, in der wir suchen, hören, lernen und verstehen werden. Schließe dich mir beim Hören an.
Und es ist immer dieser Tag, es ist immer jetzt, es ist immer jetzt, es ist immer jetzt. Jeder Tag ist jetzt. Denn die Stimme für Gott berichtet uns von Dingen, die wir alleine nicht verstehen, noch getrennt erlernen können. Und das ist es, worin alle Dinge geschützt sind. Das ist so wundervoll und darin wird die Heilung der Stimme für Gott gefunden. Das, was wir hier, was der Heilige Geist uns lehrt, dass nur die Wahrheit, nur Gott, nur die Liebe wahr ist, sind Dinge, die wir uns alleine niemals, die wir alleine niemals lernen könnten. Niemals. Denn wir haben uns genau das Gegenteil beigebracht. Wir haben uns beigebracht, dass eine Welt der ständigen Veränderung, in der Bedrohung, des Mordens und des gegenseitig Angreifens, des nur für sich Raffens und Habenwollens und so weiter. Und Gott, ein Gott der Rache oder der uns prüft und so weiter und so weiter, dass wir schuldig sind und so, das haben wir uns gelehrt. Und jetzt kommt hier Gottes heilende Stimme und schützt alle Dinge, sie schützt die Wahrheit. Ja, sie schützt das, was wir wirklich sind. Und deine heilende Stimme schützt heute alle Dinge. Und so überlasse ich denn alle Dinge dir. Ich brauche mich, um nichts zu sorgen. Und das wollen wir doch auch. Wir sehnen uns doch danach, uns um nichts zu sorgen. Einfach einen sorglosen Zustand zu haben. Und dieser sorglose Zustand, der wird erreicht dadurch, dass wir die Dinge in Gottes Hand legen. Lustigerweise, ich habe zum Beispiel gestern Abend beim Lichtbeten die Kameraeinstellung. Irgendwas war da mit der Kameraeinstellung. Ich habe es nicht hingekriegt. Und auch hinterher, ich habe es nochmal versucht und da war irgendwas, war, dachte, okay, jetzt ist die Kamera kaputt, dachte ich. Okay. Und dann habe ich es in Gottes Hand gelegt und habe losgelassen und heute Morgen ist die Kamera normal. Ich habe sogar gestern den Computer runtergefahren. Ich habe gedacht, okay, fahr ihn mal runter, probier es nochmal. Und ich habe, wow, und es war immer noch so eine ganz komische Einstellung mit der Kamera, nichts zu machen. Und heute Morgen, ich hatte es in Gottes Hand gelegt und jetzt ist alles gut. So kann es manchmal sein. Ich höre das auch manchmal von Brüdern, auch mit praktischen Dingen. Also ich brauche mich um nichts zu sorgen, denn deine Stimme wird mir sagen, was ich tun, wohin ich gehen soll, zu wem ich sprechen und was ich zu ihm sagen soll, welche Gedanken ich denken und welche Worte ich der Welt geben soll. Also alles, alles, alles in seiner Hand. Die Sicherheit, die ich bringe, ist mir gegeben, dadurch, dass ich zurücktrete. Zurücktreten, darum geht es wirklich, mich zurücknehmen. Vater, deine Stimme schützt durch mich alle Dinge. Ah, das ist so wunderschön und das ist so eine sanfte und besänftigende Führung. Es gibt keine sanftere und gleichzeitig jedoch auch eine eindringliche Fühlung. Da ist schon eine gewisse Dringlichkeit da drin. Jesus sagt, also das Wörtchen muss, das erscheint sehr, sehr viel. Gleichzeitig müssen wir natürlich gar nichts. Ja, es ist alles der freie Wille. Aber wenn wir erwachen wollen, ja, dann gibt es eben einige Dinge, wo Jesus sagt, da kommst du nicht drum herum. Das musst du dann schon tun. Das heißt, tritt zurück. Ja, und das ist wirklich dieser Augenblick. Ja, ich hatte gestern ein Gespräch, ja, wo mit einem Bruder und die so wundervoll auf dem Weg ist und dann aber immer wieder an so einen Punkt kommt, wo sich so wie so eine Falltür öffnet und zack, so fällt und den Heiligen Geist vergisst und den Kurs an die Wand schmeißen möchte quasi und alles wieder so schwierig und zäh erscheint. Und es ist wirklich dieser Augenblick, ja, es ist so ein Augenblick. Das ist auch so wie eine Sucht, ja, die Sucht. Das ist so diese Sucht nach Leid. Ja, ich kenne das, ich hatte das auch und ich habe auch, mir wurde das dann auch mal bewusst gemacht von einem Bruder, diese Sucht nach Leid.
die ich hatte. Über Jahre habe ich geweint, ja, und war verzweifelt und habe gelitten. Das war wie eine Sucht, wie ein Sog, der einen da reinzieht. Und das ist wie so ein Augenblick, den ich ja auch gestern, wo ich auch gestern gesprochen hatte, dieser Augenblick, ich hatte das auch da in dieser Geschichte, die ich erzählt hatte, wo ich gemerkt habe, boah, das tut sich auf wie ein Sog, da könnte ich jetzt reinfallen und einfach nur traurig sein und weinen. Aber dann habe ich gesagt, stopp, 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 stopp. Da will ich nicht mehr hin. Und ich habe eine Wahl. Ich habe eine Wahl. Und der Heilige Geist ist meine Wahl. Gottes heilende Stimme schützt heute alle Dinge. Und das ist ein langer Satz, aber es ist ein Satz, und das habe ich heute Morgen schon gemerkt. Wenn mein Geist abwandern will, und ich fange damit an, Gottes heilende Stimme. Und dann besänftigt sich schon etwas in mir, schützt heute alle Dinge und zentriert sich schon. Und ich komme schon wieder auf den Punkt, um den es geht und an den Punkt, wo ich auch sein will. Denn ich will ja nicht, dass mein Geist abwandert. Ich will das nicht. Das ist nicht mein Wille. Denn mein Geist führt mich, mein Geist, der führt mich nirgendwo hin. Der führt mich ins Nichts. Und nur diese Stimme, die Gott mir geschenkt hat, dieser Geist der Freude, der Geist der Liebe, der führt mich in die Freude und in die Liebe, ganz klar. Ja. Ja, wunderschön. Gottes heilende Stimme schützt heute alle Dinge. Danke, Gott. Danke dafür. Danke, dass du den Geist der Freude in uns gelegt hast. Danke. Und ihm allein will ich folgen und glücklich sein. Danke. Ja, Halleluja.